Straight. 9, 10, Bube, Dame, König. Das ist dann Straight. Mit einer 10, einem Buben, einer Dame, einem König. Und dazu ein Ass. Pech gehabt, Mickey. Ben? Danke, Ben. Ihre Zeit. Kommst du? Stacy? Was ist los? Ich denke einfach, das ist das Beste. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich liebe ihn immer noch. Das ist doch ein Witz, oder? Ich meine, das ist doch unmöglich. Gehen wir. Stacy! Tut mir leid, Danny. Albie, ich sorge dafür, dass ihr euer Geld zurückbekommt. Das schwöre ich. Eddie, kann ich bitte meinen Mantel haben? Ich glaub's einfach nicht. Ich glaub's einfach nicht. Das ist alles? Stacy ist weg und das Geld auch. Das darf nicht wahr sein, Mick. Heathrow, bitte, so schnell Sie können. Sollten wir nicht erst ein paar von meinen Sachen? Und riskieren, dass wir Mickey treffen? Nein, Jake. Ich schwöre, das habe ich nicht gewusst. Ich wusste nicht, dass Sie das vorhaben. Kleine Planänderung. Ich glaube, der gehört mir. Netter Versuch, Mickey. Mickey, es ist vorbei. Ich kann nicht glauben, dass du das tust. Stacy, was immer er dir versprochen hat, fall bitte nicht drauf rein. Stacy, ich flehe dich an. Ich bitte dich. Tu es nicht. Tut mir leid. Nicht das Einzige, was ich von dir gewonnen habe. Du hast mich gewonnen? Das klingt ja, als wäre ich der Preis in einer Tombola. Ja, aber du wärst der erste Preis. Danke. Das war ein Scherz. Ist das so wichtig? Die Hauptsache ist doch, dass wir wieder zusammen sind. Für mich ist es wichtig. Ist es das, als was du mich siehst, Jake? Als Trophäe, mit der du vor deinen Freunden angeben kannst, wenn es dir gefällt? Komm schon, Stace. Darum ist es dir die ganze Zeit gegangen, oder? Was? Spielen, gewinnen, Mickey es irgendwie heimzahlen. Ihr seid einer so schlimm wie der andere. Es ging dir doch gar nicht darum, mich zurückzubekommen. Hab ich recht? Es ging mir um nichts anderes. Beweise es. Aber wie? Wenn ich dir so viel bedeute, wie du sagst, dann verzichte auf das Geld. Mach schon, wenn du mich wirklich liebst. Wirf es raus, wirf es in den Fluss. Was? Nein. Das hatte ich auch nicht erwartet. Na schön. Thank you.
Zufrieden? Es hat einen Augenblick gegeben, an dem ich dachte, dass du aufrichtig wärst. Und wenn du es gewesen wärst, wer weiß, was zwischen uns möglich gewesen wäre. Es war dumm von mir zu denken, du hättest dich verändert. Aber du wirst dich nie, niemals ändern. Das war der Koffer mit dem Falschgeld. Nicht wahr? Leb wohl, Jake. Ich will dir zurückgeben, was ich dir... Das Geld interessiert mich einen Dreck! Das hat es nie! Verschwinde einfach! Hey, dass sie einen davon mitgenommen hat, sagt euch das gar nichts? Moment mal. Ich weiß, was sie vorhat. Nein, nein, Jake. Ich schwöre, das habe ich nicht gewusst. Ich wusste nicht, dass sie das vorhaben. Kleine Planänderung. Zurück zu haben, mein Engel. Du warst immer eine Meisterin der Improvisation. Daisy wusste, was sie tut. Ich habe nie an ihr gezweifelt. Das höre ich gern. Sollten wir nicht auf den Kleinen warten? Ah ja, besser wär's. Schmollt er wieder. Ja, er könnte noch eine Weile brauchen. Also, Ash, was genau hast du getrieben? Tja, sagen wir einfach, ich habe der Sache den letzten Schliff verliehen. Ash? Ich kann verstehen, wenn dir das hier unangenehm ist, aber du kennst ihn am besten. Ich bin gespannt. Zuerst, welche wohlüberlegten Kleinigkeiten hat Jake dir zurückgelassen? Ich hab Altpapier im Beimel. Ja. Alles, was er mir zurückließ, waren ein Kaktus und eine Phil Collins-CD. Ach ja, und ein halb vergammeltes Stück Käse. Cheers. Prost. Prost. Ja, Prost. Ja, Prost, das hört sich gut an. Ja, sehr witzig. Wer hat meine Klamotten geklaut? Was? Aber Danny, musstest du so an der Empfangsdame vorbei? Ja, allerdings. Aber ich habe ihre Telefonnummer. Du hast...